has a weapon. Hi, herzlich willkommen wieder mal bei Tactical Gunnybeard. Heute sind wir den ersten Tag hier in Dänemark. Ich habe gesagt, ich vlogge ein bisschen. Ich hoffe, man versteht mich bei dem ganzen Wind hier. So, wie ihr vielleicht hören könnt, genau hinter uns ist hier hinter dem Wall der 200 Meter Stand. Und wir sind jetzt den ganzen Tag unterwegs gewesen. Aber kurz gegessen. Und jetzt wird noch ein bisschen geschossen, 2 Stunden Schießzeit, das wollen wir natürlich uns nicht nehmen lassen. Und morgen früh geht es dann hier wieder komplett los. Dann zeige ich euch gleich mal den Schießstand da vorne. So, hier im Hintergrund ist der 200 Meter Stand. Ihr seht es wahrscheinlich jetzt hier nicht um die Ecke, aber ich habe ja schon ein Video gemacht, das seht ihr gleich im Anschluss, wo wir hier schon gerade geschossen haben. Wunderschönes Ding hier mitten am Strand. Bisschen viel Wind, aber die momentanen Verhältnisse lassen das noch gut zu. Bisher geht eigentlich jeder Schuss auf die Steel Targets. Der Schützenverein hier hat hier erst vor kurzem die Steel Targets genehmigt bekommen. Deswegen haben wir jetzt natürlich viel Glück, dass wir heute auf diese Dinger schießen können. And, for big ball calibers, was du hier ohne Big Caliber. Ja, deswegen nimmst du die andere Hand ab. Ja, wie wir es gefunden wollen. Kannst du die Hand holen? Die Hand. Nimm mal die Hand. Das ist mal da hinten drunter. Ne, guck, du kannst das so. Guck mal, die Finger von da. So. Okay. Die Hand da drauf. Oh, oh, oh. Ja, sauber rüber liegen. Ja, endlich. Mit die Koster. So, Magazin. Ja. Hier hin und rüber. So. Geht, wenn du willst. Toll, super, mein Uga. Ja, ja. Woran? Mach nur 3 Steine. Nicht zu schwer, dann hätte er schon nicht da. Ist ja. Ja, war glaube ich etwas tief. Weißt du noch einmal? Ja, oder nicht? Ja, weißt du noch einmal? Hegel. Oh ja. Ja, ein wunderschöner zweiter Tag. Heute, wie ihr seht, wir haben Glück. Die Sonne scheint. Das Wetter ist super. Keine Wolke am Himmel, so gut wie keine. Und heute haben wir vor, so einiges anzuschießen. Wir haben AR-15 dabei im 223 und in 308. Wir haben Repetierer dabei in 308. Sogar bis hoch zur 50 BMG. Und ich würde mal sagen, wir hauen mal ordentlich rein. Ich blende euch ja hier gerade ein bisschen noch ein paar Bilder an, was alles hier ansteht. Und mal gucken, was wir alles heute gefilmt bekommen. Also, viel Spaß beim Zuschauen. Ich werde es genießen. Bis denn. Also, nicht, das Ding ist so, wie 8 Kilo. Schau, was hast du mit dem Auto bei? Ja, ich habe es.
Keine Ahnung, haben nicht richtig gesehen. Aber zum Rückstoß her geht, gell? Schwierig, es geht nicht nach hinten in die Hand. Ja, da oben geht nicht viel. Habe ich triffst du? Ja. Schön sauber abziehen, das ist das Wichtigste. Oh, das wirkt, das war ein halber Kilometer. Was? Das war ein halber Kilometer. Ach, ich sehe nicht, wo du hinschießt. Nehmen wir der große Geschosse. Auf den ganz kleinen. Da habe ich verkehrt geguckt. Ich versuche es gerade auf die große. Ja, aber ich sehe es nicht, wo du. Ich glaube, das war etwa 10 cm zu tief, aber mittig. Okay. Groß mit dem. Ja, einfach. Einfach auf der Große. Okay, dann bin ich einfach fast ein halbes Kilo oben drüber angehalten. Hast du auf die rechts neben der Große Schosse? Nein, noch ein zweiter rechts. Probieren wir mal nochmal. Halt mal an den oberen Rand an. Ja. Die Seite kaputt geschossen. Jawohl. Genau, Treffer. Ich gehe ein bisschen zu den Treffer. Dann ist quasi oben aufgelegt. Ja. Jetzt machen wir das rechts daneben. Ja, das ist ja einer. Das ist jetzt auf die ganz große. Nein, die ist noch da. Ja, deswegen wird es auch nicht so warm. Treffer. Okay, mach nochmal, Dirk. Passt auf dein Bagazin. Scheiße, ich sehe die Kleine nicht durch die Optik. Ich schieße jetzt mal links. Nee, die hängt, du machst auch die Kette abgeschossen, deswegen, die hängt da nicht mehr richtig. Ah. Was hab ich? Du hast gerade die Kette abgeschossen. Ah, ich hab's gesehen, ich hab's nicht mehr im Rohr. Die schwingt so. Warum gibt's denn nicht so frei? Treffer. Das Zweibein nimmt schon Rückschlag weg. Also nicht? Das Ding ist so ein 8 Kilo. Tja, so, ne? Ja! Sauber. Treffer! Große Platte. Geil! Treffer! Bei mir ist es jetzt 1-1 quasi. Ich liege in die Ecke rein, Fabian. Okay. Gut, ich bin jetzt recht gut drauf. Dirk, das ist jetzt Ultraschall. Schön, dann kann ich auch. Den Level Action, den darf ich nicht gegangen. Was? Erlingsbox. Ja. Was ist? Was? Hey, Pistola, Hardball, Shotgun. Boah, wie ist der? Like women, they also.
Der Feminabe nur Böhn. What can I do with this, Simon? Like the old guys. Sind die Schüssen bereit? Feuer frei! Jo. Großkaliber, einhändig oder zweihändig? Keiner, zack. Bei uns darfst du nicht die Aktion über 45 Grad geben. Sind wir bei euch? Das dürfen wir nicht. Wir müssen von unten nach oben. Genau. Von oben nach unten gibt es okay. Überhaupt nicht. Schön. Das sollen ja nicht Vögel schießen. Das ist sogar beim Bogenschießen so. Ja, ein ereignisreicher Tag neigt sich langsam dem Ende zu. Viele Waffen haben wir angeschossen, das habt ihr wahrscheinlich gerade eben gesehen. Wettkampf habe ich mitgeschossen, zuerst mit der Sig Sauer angefangen. Die habe ich leider kaputt gemacht. Materialermüdung. Und zwar ist leider die Auszieherkralle abgerissen. Ich konnte nicht mehr weiterschießen. Dann habe ich weitergeschossen mit der CZ Shadow 2. Wunderschöne Knarre, aber mein Ergebnis ist heute leider nicht gut. Ja, und dann haben wir gerade eben noch lernen müssen, was es bedeutet, eine 50 BMG ohne Mündungsfeuerdämpfer zu schießen. Das ging ein bisschen ins Auge. Kleines Beweisbild hier mal zeige ich euch. Ja, ist gefährlich, muss man sagen. Aber hey, der Schütze hat das weggesteckt wie ein Mann. Da muss man stolz auf ihn sein. Gut gemacht. Scheiße! Ach du Scheiße, da ist die voll eingeschlittert. Oh, und Nase bluten. Shit. Ja, die Waffe und die Nase sind nicht das einzige, die heute kaputt gegangen sind. Auch mein Stativ. Alles kaputt.